Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der 28. Part meiner Werwolf-Challenge. Viel Spaß! Der letzte Part war für unsere Coraya Yuna wirklich ein aufregender Part. Sie ist Enrico ja näher gekommen und hat sich getraut, ihm zu gestehen, dass sie sich in ihn verliebt hat. Und die beiden sind jetzt tatsächlich auch schicksalhaft miteinander verbunden, was ich unglaublich süß finde. Und in diesem Part werden wir die beiden zum Abschlussball begleiten. Außerdem sind wir dem Ende der Challenge auch wieder ein Stückchen näher gekommen. Jana hat das vorletzte Semester der Uni erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, für den Abschluss benötigen wir tatsächlich nur noch 2 Kurse. Also sollten wir in einer Woche damit fertig sein. Und außerdem hat sie sich zum ersten Mal getraut, Christopher herauszufordern, um Alpha des Rudels zu werden. Das ist leider gescheitert, aber das werden wir jetzt einfach immer wieder versuchen und ich hoffe, irgendwann klappt es. Ich habe euch ja da im letzten Part um Tipps gebeten, aber wie ihr seht, ich nehme den Part genau nach dem letzten Part auf, deshalb konnte ich jetzt leider noch nicht auf eure Kommentare eingehen. Aber gut, dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Und so starten wir in den Part hinein. Es ist Samstag, kurz vor 5 Uhr früh. Und vielleicht wundert ihr euch, warum ich jetzt schon in den Part hinein starte. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist heute Samstag und die wichtigste Sache habe ich im Intro tatsächlich vergessen. Unsere Vierlinge werden heute schon zu Kindern. Wie konnte ich das eigentlich vergessen? Also das bedeutet, wir feiern zuerst natürlich den Geburtstag mit den Kleinen und dann geht es erst zum Abschlussball mit Raya. Und fragt mich nicht warum, aber das Haus sieht aus wie eine absolute Katastrophe. Das heißt, ich werde jetzt mal Ihnen ein bisschen dabei helfen, Ordnung zu machen. Dabei kann ich dir leider nicht helfen. Wieso ist denn hier eine Lacke? Hat sich wer eingepieselt? Hä? Ich verstehe es nicht ganz. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Haus vor sich geht. Aber ist auch nicht so schlimm. Lilly, du könntest eigentlich gleich mal einen Kuchen backen. Fragt mich nicht, warum alle wach sind. Es wollte niemand schlafen. Und jetzt ist es in der Früh und alle sind müde. Aber das ist mir egal. Sie sind absolut selbst schuld. Da kann ich ganz und gar nichts dafür. Wie bereits im Intro gesagt, Jana ist ja in ihrem letzten Unisemester. Und sie hat nur noch 2 Kurse. Einerseits hat sie Aufspüren von Zusammenhängen in historischen Daten. Dafür muss sie eine Abschlussprüfung machen und dann hat sie noch wechselnde Demografien und dafür muss sie eine Abschlussarbeit machen. Sie macht jetzt erstmal die Hausaufgaben für beide und danach kann sie sich eigentlich gleich mal an die Abschlussarbeit setzen. Ich weiß, heute haben ihre Kinder Geburtstag, aber wir wissen alle, Jana war noch nie die allerbeste Mutter und deshalb ist die Uni natürlich ihre Priorität. Und hier weint ein Kind und es stinkt. Regina, ich glaube, deine Windel ist voll. Ach so, nein. Das stinkende Kind ist nicht Regina, das stinkende Kind ist Jasper. Regina macht gerne Unfug. Wow. Ich bin schon echt froh, wenn die Kids dann zu Kindern werden, dann ist das nicht mehr so stressig. Ich weiß übrigens gar nicht, warum ich das Zimmer hier umgebaut habe, denn wie gesagt, wir haben genau einen Part mit ihnen als Kleinkinder gespielt und da war ich ja nicht mal wirklich im Haus. Denn heute müssen wir hier natürlich wieder umbauen, denn sie brauchen neue Betten. Das ist doch einfach toll. Aber gut, und außerdem genau, Coraya geht ja heute zum Abschlussball. Coraya, steh mal auf. Ich möchte gern sehen, was denn eigentlich deine Abendkleidung ist oder deine Partykleidung halt. Mit was gehst du denn überhaupt zum Abschlussball? Ich habe keine Ahnung. Entweder das Kleid oder dieser Rock. Das passt fantastisch. Und du darfst schlafen gehen, denn du bist die Einzige, die einen Grund hat, müde zu sein. Immerhin war sie die ganze Nacht mit Enrico unterwegs. Und du bist Danny? Danny ist ein weiteres stinkendes Kind. Toll. Oh, und Danny ist sehr wütend. Aua, neuer Fangzahn, weil ein kleiner Werwolf ist. Danny jammert nicht grundlos herum, das tut wirklich weh. Aber nein, Danny, du nimmst ganz sicher keinen Teller vom Kuchen. Und du auch nicht. Wow, hört auf, den Kuchen essen zu wollen. Wir fügen gleich mal Geburtstagskerzen hinzu. Und dann werden wir gleich mal eine Party planen. Seit wann gibt es ein Kleinkind-Spieltreffen? Das habe ich noch nie gesehen. Ist das neu? Oder bin ich einfach irgendwie verwirrt und habe es deshalb noch nie gesehen? Wie cool ist das? Auf jeden Fall haben wir heute aber eine Geburtstagsparty. Und Geburtstag haben eben alle Kleinen, also Alaska, Danny, Regina und Jasper. Einladen werden wir... Ich weiß nicht mal mehr, wer der Vater von ihnen ist. Also Jason und Aluna werden wir einladen. Lou nicht, weil den mögen wir ja nicht. Seiner ihr. Entweder ist er der Vater.
von Julian oder von den Zwillingen. Laden wir ihn einfach mal ein. Ich bin mir nicht sicher. Und dann Fabian, weil das ist ja der Vater von Ianas Kindern. Gut, ich hoffe, das passt so. Ich hätte vielleicht nachsehen sollen, wer wirklich der Vater ist. Aber ich bin mir zu 70% sicher, dass er es war. Und die Party findet natürlich hier statt. Wo haben wir das Haus? Hier, in der Hübschresidenz. Und wir starten um 11. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Dann haben wir noch ein paar Stunden, um alles vorzubereiten. Ja, und ich freue mich schon sehr, wenn sie zu Kindern werden. Ich bin schon so gespannt, wie sie aussehen. Auf einmal ist wie aus dem Nichts Enrico aufgetaucht, während unsere Raya am Schlafen ist. Und er fragt sie, ob sie zu einer festen Beziehung bereit ist. Übrigens, eine kurze Frage. Wie frech ist es eigentlich, dass seit dem Highschool-Pack hier bei einer festen Beziehung steht, zu einer festen Freundschaft und es schon jede Menge Updates von EA gab, aber dieser Fehler wurde einfach noch immer nicht gefixt? Das ist schon frech, oder? Aber wie wir seit dem letzten Part ja wissen, sind die beiden schicksalhaft miteinander verbunden. Das heißt, wir sagen natürlich und die beiden sind jetzt zusammen. Oh, wie süß. Enrico ist soeben der Freund von Coraya geworden. Ich meine, irgendwie ein bisschen creepy, weil sie einfach weiter schläft. Also hat sie im Schlafen gefragt und sie hat im Schlaf geantwortet. Oh, wow. Die haben schon so viel Liebesleiste. Fester Freund, Abschlussball-Date, schicksalhaft verbunden. Und dann haben wir hier jetzt auch noch Gegensätze ziehen sich an. Gegensätze ziehen sich an. Coraya Yuna hegt romantische Gefühle für Enrico, obwohl die beiden extrem verschieden sind. Wieso sind sie denn verschieden? Er ist düster und ein Insider und unsere Raya ist Partylöwin, selbstsicher und beziehungsfreudig. Naja, ich finde, so unterschiedlich sind sie jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber die Geburtstagsparty beginnt nun bald. Lilly ist auch schon ganz fleißig dabei, ein paar Dinge zu kochen. Also sie hat hier jetzt einmal Rührei mit Speck gemacht und hier ein Joghurtparfait mit Früchten. Wir haben wieder 5 Simoleons für das Buch von Iana bekommen. Das mit dem Schreiben wollte ich ja auch noch weiter ausbauen, aber irgendwie ist es nicht so ganz passiert. Ja, und Julian hilft natürlich auch. Er geht hier völlig unter, aber zumindest hilft er im Haushalt mit. Julian, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie und wer du bist, aber ich hoffe, du wirst in deinem Leben noch glücklich werden. Geburtstagsparty fängt bald an. Bist du bereit anzufangen? Los geht's! Dann startet nun die Feier. Wann kommen unsere Gäste? Wer sind überhaupt unsere Gäste? Ich habe es irgendwie komplett vergessen. Ich hoffe, es kommt jemand. Das wäre sonst sehr, sehr traurig. Enrico ist auf jeden Fall noch da, sehe ich gerade. Er ist in Julians Zimmer und spielt an seinem Computer. Und der erste Gast ist gekommen. Es ist tatsächlich seiner ihr. Stimmt, ich habe noch gar nicht nachgeschaut. Ist er überhaupt der Vater von Regina und ihrem Bruder? Ja, perfekt. Seiner ihr ist ihr Vater. Sehr, sehr gut. Dann kannst du gleich mal mit ihm sprechen. Sie wird mit ihm über Lieblingsfarbe reden und dann wird sie über ihr Lieblingstier reden und ihm sagen, lies mir jetzt sofort vor, sonst beginne ich zu schreien. Denn ich bin ein heikles, böses Kind und werde eine böse Königin werden. Genau das wird sie ihm erzählen. Das ist unglaublich realistisch. Lilly wird dann hier mal alle zum Essen rufen und Iana. Wir könnten eigentlich schon damit beginnen, dass die ersten Geburtstag feiern. Dann wird sie jetzt helfen, Kerzen auszublasen. Ich weiß nicht mehr, wer am ältesten war, aber ich glaube Alaska. Deshalb werden wir jetzt Alaska dabei helfen. Und mit Alaska versteht sie sich viel besser als mit ihrem anderen Kind, also als mit Danny. Das ist irgendwie ein bisschen gemein. Aber ja, kann man nichts machen. Und Iana fühlt sich jetzt kokett, weil Schwarm in der Nähe? Wer ist Ianas Schwarm? Oh, stimmt. War ihr Schwarm nicht seiner ihr? War er das nicht? Ich glaube, das... Ja, erster Eindruck, Schwarm. Ja gut, das werden wir aber auf jeden Fall gleich mal vergessen. Der ist erstens verheiratet, zweitens ist er der Vater von Lillys Kindern. Das ist absolut nicht cool. Aber wir müssen uns natürlich überlegen, ob Iana irgendwann noch mit jemandem zusammenkommt, ob sie ihr Happy End bekommt. Schreibt mir da eure Gedanken natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Aber jetzt hat mal unsere kleine Alaska Geburtstag. Du bist so süß. Ich bin schon so gespannt, wie du als Kind aussehen wirst. Alaska ist älter geworden. Sie war ja eine Charmeurin.
Und sie wird ja unser Schneewittchen. Das heißt, sie wird unglaublich lieb, wird sich mit jedem immer gut verstehen, alle werden sie lieben. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ob wir dafür ein gutes Merkmal finden. Gesellig würde sich natürlich anbieten, gut würde sich auch anbieten. Diese Sims sind zufrieden in Gegenwart anderer Sims mit positiver Stimmung, können für einen guten Zweck spenden, werden traurig, wenn sie mit bösen Sims interagieren und können über Weltfrieden reden. Ja, irgendwie wäre es schon lustig, wenn wir sie gut machen und Regina böse, weil dann streiten die beiden schon allein aus dem Grund immer, weil eine gut ist und die andere eben böse. Ich glaube, das wäre eine schöne Idee. Ich mache das jetzt einfach. Falls ihr eine bessere Idee habt, wie immer, schreibt sie mir natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Und da wir es ja so machen, dass Alaska einfach jeder liebt, geben wir ihr das Sozialbestreben, Liebling der Massen. Dieser Sim möchte mit jedem reden und Freundschaften schließen. Ich glaube, das passt einfach perfekt zu ihr. Und das ist unsere Alaska. Sie sieht so süß aus. Ich freue mich schon so drauf, mit ihr zu spielen. Aber gut, nächstes Kind hat Geburtstag. Jana, jetzt hilfst du auch noch Danny, die Kerzen auszublasen. Enrico ist schon wieder aufgetaucht und jetzt fragt er, ob Raya nicht seine beste Freundin werden möchte. Klar, ich meine, er ist schon ein wenig aufdringlich, aber ich glaube, die beiden sind einfach unfassbar verliebt, dann sind sie noch schicksalhaft verbunden und deshalb, natürlich, werdet auch noch beste Freunde. Und nun hat unser kleiner Danny Geburtstag. Er wird sicher auch zuckersüß werden. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und schnell natürlich wieder Geburtstagskerzen hinzufügen, bevor irgendwer auf dumme Ideen kommt. Danny war als Kleinkind ja unabhängig und anscheinend sehr kreativ. Also ich weiß ja nicht, was aus ihnen wird, weil die Jungs werden ganz sicher furchtbar untergehen. Aber dann geben wir ihm hier kreativ und einfach auch hier kreativ. Und dann schauen wir einfach, was Danny aus sich selbst macht, denn wir werden leider kaum Zeit haben, mit ihm zu spielen. Aber auch er sieht unfassbar süß aus, aber Danny, bevor du dich einpieselst, kannst du schnell auf die Toilette gehen. Das erlaube ich dir. Lilly, nun bist du an der Reihe. Jetzt wirst du Regina helfen, die Kerzen auszublasen. Und jetzt hat die kleine Regina Geburtstag. Wünsch dir was. Oh, sie ist so unglaublich süß. Irgendwie fühle ich mich schon fast schlecht, dass sie die böse Königin wird. Aber wie gesagt, sie wird nicht süß bleiben. Wir kriegen das ganz sicher hin. Sie war ja heikel. Und wie gesagt, jetzt möchte ich, dass sie böse wird. Sie wird ein böser Sim. Diese Sims sind zufrieden in Gegenwart anderer Sims mit negativen Stimmungen, können wahnsinnig lachen und über böse Pläne reden. Außerdem werden sie wütend, wenn sie mit guten Sims interagieren. Das passt doch einfach perfekt. Also bis jetzt habe ich nämlich geplant, dass wir die Challenge dann mit Alaska und Regina beginnen, wenn die beiden Teenagerinnen sind und dann eben zusammen ausziehen und zusammen wo leben, sozusagen in einer WG. Und wenn sie dann einander schon nur hassen, weil sie nebeneinander sind, das wird einfach großartig. Ich freue mich schon so drauf. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich ihr hier gebe, aber vielleicht gebe ich ihr auch sozial, weil sie soll ja sehr eifersüchtig sein auf Alaska und immer das haben wollen, was sie auch will. Und da passt ja dann dazu, dass sie auch gerne möglichst viele Freundschaften haben will. Ob ihr das gelingt oder nicht, das werden wir dann noch sehen. Und wie sieht sie aus? Oh, auch sie sieht unglaublich süß aus. Aber gut, Lilly, ganz schnell noch Geburtstagskerzen hinzufügen. Noch eines unserer Kinder hat Geburtstag, und zwar unser Jasper. Dem geht es übrigens nicht so gut, oh, weil er stinkt. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen belastend, aber darin können wir jetzt so schnell auch nichts ändern. Und jetzt hat unser kleiner Jasper Geburtstag. Ich habe leider irgendwie verpasst, wie er die Kerzen ausgeblasen hat, aber ist nicht so schlimm. Er geht einfach auch schon jetzt unter. Sorry, Jasper. Er war ein albernes Kind, dann machen wir ihn jetzt einfach auch fröhlich. Und er möchte einfach ein kleiner Frechdachs sein. Das klingt doch einfach großartig. Perfekt. Und bevor wir jetzt irgendetwas anderes machen, werde ich Ihnen gleich mal ein kleines Umstyling geben. Dafür geht es jetzt gleich mal ab in den Create a Sim. Und es geht los.
ich bin endlich fertig. Ich habe dafür jetzt extra noch mehr CC heruntergeladen, aber irgendwie ist es doch nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Vermutlich liegt es daran, weil sie einfach noch Kinder sind. Und wenn sie dann Teenager sind, dann wird das Ganze natürlich noch viel, viel einfacher. Aber das ist auf jeden Fall unsere Alaska. Ich finde, sie ist einfach so unglaublich schön. Also für mich ist sie wirklich das perfekte Schneewittchen. Das ist ihre Alltagskleidung. Hier haben wir die Abendkleidung, die Sportkleidung, Schlafkleidung, Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter und natürlich auch noch das kalte Wetter-Outfit. Wie schon auch bei ihrem letzten Umstyling habe ich auch jetzt versucht, bei Blau und Gelb zu bleiben, aber das war jetzt wieder etwas schwierig. Wie gesagt, ich freue mich schon so drauf, wenn sie zur Teenagerin wird. Aber dann machen wir gleich mit unserer Regina weiter. Das ist unsere Regina. Für mich wirkt sie jetzt als Kind tatsächlich noch ein wenig zurückhaltend. Vielleicht ist sie ja jetzt einfach noch schüchterner und ihre böse Ader kristallisiert sich dann als Teenagerin heraus. Irgendwie stelle ich mir das so sehr, sehr cool vor. Das ist auf jeden Fall ihre Alltagskleidung, ihre Abendkleidung, Sportkleidung, Schlafkleidung, Partyoutfit, Badekleidung, heißes Wetter und natürlich auch das kalte Wetter-Outfit. Und bei ihr habe ich eben versucht, bei Schwarz und Violett zu bleiben, wie eben auch die böse Königin im Disney-Film aussieht. Dann haben wir natürlich noch unseren Danny. Er ist ja der Bruder von Alaska. Er ist übrigens auch ein Werwolf, also wie seine Schwester. Und er ist ja unser kreativer Kopf. Das ist seine Alltagskleidung. Dann haben wir hier die Abendkleidung, Sportkleidung, Schlafkleidung, Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter und noch das kalte Wetter-Outfit. Und dann gibt es natürlich auch noch unseren Jasper. Das ist Jasper. Das ist die Alltagskleidung, Abendkleidung, Sportkleidung, Schlafkleidung, Partyoutfit, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter-Outfit. Ich bin schon sehr gespannt, wie euch die vier gefallen. Schreibt mir eure Meinung natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Und hier sind wir wieder. Die Party ist noch im vollen Gange. Danny, nimm dir mal einen Teller, nimm dir einfach ein Stück Kuchen. Du bist zwar auch müde, aber du hast momentan leider noch kein Bett. Auch Regina hat Hunger. Alaska geht es tatsächlich gut und Jasper, der sollte dringend duschen, der stinkt nämlich ganz schön. Geh in die Dusche und wenn wir schon hier oben sind, glaube ich, ich werde ihnen auch noch schnell ein neues Bett kaufen. Sonst ändere ich tatsächlich nichts im Zimmer, ich kaufe einfach nur allen ein neues Bett. Hier schlafen eben die zwei Jungs und hier schlafen dann Alaska und Regina. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass ihre Mütter versuchen, dass sie sich sehr gut verstehen. Aber naja, wie wir wissen, es ist ja eine sehr starke Rivalität zwischen den beiden. Deshalb bin ich schon gespannt, ob das gut geht. Dann nehmen wir einfach dieses Bett. Perfekt, dann ist hier das Stockbett der Jungs. Es gefällt mir jetzt nicht zu 100%, aber irgendwie gibt es hier kein wirklich schönes Stockbett. Und für die zwei Mädchen nehme ich einfach irgendein 0815 Bett. Vielleicht so ein prinzessinnenhaftes. Da die beiden ja prinzessinnenhaft sein sollen, dann nehmen wir das Schwarze für unsere böse Regina. Und Alaska, naja, ich weiß nicht, welches Bett für sie gut passen würde. Etwas Gelbes oder Blaues? Naja, sonst nehme ich einfach das und verkaufe aber den Teppich, weil der passt nicht dazu. Und dann bekommt sie einen neuen Teppich. Ich finde übrigens nie schöne Teppiche hier in Sims 4 und das macht mich ein bisschen unglücklich. Aber ich nehme einfach den, der funktioniert immer und dann mache ich ihn ein bisschen kleiner. Gut, perfekt, dann bekommt sie einfach dieses Bett und dann werden wir es noch schnell den richtigen Personen zuordnen. Sonst schlafen die wieder irgendwo und das wollen wir natürlich nicht. Bett zuweisen an Regina, das weisen wir zu an Alaska. Es sind einfach so viele Leute in diesem Haus. Und wo die Jungs schlafen, ist eigentlich egal. Sagen wir einfach, Danny schläft unten und dann schläft Jasper oben. Und nun haben wir tatsächlich schon fast 17 Uhr. Coraya, geht's dir gut? Ja, der geht es tatsächlich gut. Das passt perfekt. Nein, du wirst jetzt nicht trainieren, sondern du wirst dich ein wenig um deine Bedürfnisse kümmern. Warum ist hier denn eigentlich eine Versammlung im Klo? Was ist denn das? Dann musst du nach oben gehen. Sie wird einmal auf die Toilette gehen und dann wird sie einmal wild duschen, denn der Abschlussball startet schon sehr, sehr bald. Ich kann es kaum erwarten und da trifft sie sich ja wieder mit ihrem Enrico, der jetzt sogar schon ihr fester Freund ist, aber sie haben sich noch nie geküsst. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie der Abschlussball für die beiden verlaufen wird.
Und schon ist es soweit, der Abschlussball beginnt. Es ist Zeit für den Abschlussball. Style dich auf und rocke die Tanzfläche mit anderen Highschool-Schülern. Wirst du teilnehmen? Ja. Wir werden zum Abschlussball gehen mit Coraya und natürlich mit Enrico. Aber der ist hoffentlich schon da. Und hier sind wir. Oh, sie sieht so toll aus. Und was wünscht sie sich hier? Mit Enrico flirten. Oh ja, das finde ich toll. Wo haben wir denn Enrico? Enrico? Ach, da ist er. Perfekt, dann wird sie jetzt gleich mal hingehen und eigentlich können wir gleich mit ihm flirten. Sie wird einfach hingehen und ihn anflirten. Wir können ihm einen Heiratsantrag machen? Wieso können denn Teenager heiraten? Das möchte ich tatsächlich nicht. Und jetzt flirten die beiden. Wie können wir ihm unser Outfit zeigen? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, weiß ich tatsächlich nicht. Aber sie wird ihm einfach mal einen Insiderwitz erzählen. Und dann werden wir ihn zur Runde hinzufügen. Und dann können sie sich zusammen einen Fruchtpunsch nehmen. Ich hoffe, da ist kein Alkohol drin. Ich weiß es nicht so genau, weil ich habe den Basemental Alkohol Mod. Und da ist dann irgendwie fast in jedem Getränk, dass die Sims trinken, Alkohol. Wobei andererseits, das passiert ja manchmal. Also ich kenne das zumindest aus Highschool-Filmen, dass da irgendwelche Schüler dann Alkohol in den Punsch leeren. Also wer weiß, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Und dann möchte ich, dass die beiden hier ein Foto machen. Romantisches Foto machen mit Enrico. Oh ja, das will ich unbedingt. Und sie sind wieder da. Wie ist das Foto geworden? Oh, ist das süß. Ja, das müssen wir auf jeden Fall in ihrem Zimmer aufhängen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie wir ihm unser Outfit zeigen können. Das finde ich ein bisschen blöd. Ach, mit einem Outfit zu zeigen. Was? Nein, ich glaube, das ist was anderes. Okay, never mind. Die beiden sollen einfach nochmal flirten und dann können sie zusammen tanzen. Wobei, nein, wir könnten noch Abschlussballkönig wählen, aber ich kenne die doch alle gar nicht. Wen könnten wir wählen? Ja, sie wählt einfach Enrico. Warum nicht? Vielleicht ist er sehr beliebt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nur, Raya interessiert sich für sowas nicht wirklich. Und dann möchte ich, dass die beiden tanzen. Wieso können wir nicht tanzen? Ach hier, zusammen tanzen. Perfekt. Und jetzt gibt es auch schon die Platzierungszeremonie. Also die Aufsicht, May Wilder, wird uns jetzt sagen, wer Abschlussballkönigin oder Abschlussballkönig ist. Und ich habe keine Ahnung, weil ich kenne die alle nicht. Also Raya kennt tatsächlich hier niemanden außer ihr Date. Und ich weiß nicht, wie beliebt er ist. Ich meine, wir haben ihn zwar gewählt, aber keine Ahnung, ob ihn noch irgendjemand gewählt hat. Schauen wir einfach mal. Alle zuhören bitte. Hier kommt das Ergebnis der Abstimmung. Abschlussballkönig ist tatsächlich Enrico Völl. Und die Näherin ist Saskia Lamberts. Okay. Wow. Unser Enrico ist einfach der Abschlussballkönig. Aber ich glaube, es reicht den beiden jetzt auch. Und sie wollen ein bisschen Ruhe von allen haben. Und deshalb, nein, ich möchte mich nicht hier hinsetzen, hier. Und deshalb setzen sie sich hier auf diese Bank und werden hier draußen noch ein bisschen miteinander quatschen. Oder auch andere Dinge tun. Das werden wir gleich sehen. Und hier sitzen die beiden jetzt und flirten noch ein wenig. Oh, sie verstehen sich einfach so gut. Und der Abschlussball ist vorbei. Wir haben nur Bronze erhalten. Wie sollte es anders sein? Halten wir die Party in Gang. Hast du Lust, mit auf die Afterparty zu kommen? Prinzipiell würde ich sagen ja, aber ich glaube, sie möchte gerade mit Enrico alleine sein. Deshalb sagt sie nein. Außerdem kenne ich diese Frau nicht. Deshalb ist es mir auch ziemlich egal. Energisch massieren? Ich glaube nicht. Sie wird ihm noch ein Kompliment über das Aussehen machen und dann werden sie endlich den ersten Kuss miteinander erleben. Oh Gott, schnell, schnell, wir müssen sie verfolgen. Oh. Raya und Enrico haben ihren ersten Kuss. Wie süß. Unheimlich süß. Ich liebe die beiden und ich hoffe, euch gefallen sie auch. Aber an dieser Stelle werde ich den Part dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!